Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Ja, es geht weiter mit Dragon Age. Ich denke, ich klicke gleich mal auf Weiterspielen. Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt, muss erstmal hier wieder reinkommen. Evelyn, Kaba und unser Hund. Wuff, wuff, wuff. Was mussten wir machen? Friedrich, okay. Dann laufen wir da mal hin. So. Ah, endlich wieder Dragon Age. Hallo. Habt ihr den Hof noch mal überprüft? Er ist noch immer da draußen, aber er ist allein. Und er unternimmt nichts. Ich traue der Sache nicht. Was machen wir, wenn das Schiff ankommt? Wartet. Wer seid ihr? Ich verlange zu erfahren, was ihr hier macht. Und ich verlange, euch zu töten. Ich bin hier, um mit euch zu reden. Ich bin hier, um euch zu erledigen. Wir versuchen mal, mit ihnen zu reden. Ich will hören, was ihr zu sagen habt, bevor ich eine Entscheidung treffe. Die kommen von Meran. Ich bin kein Idiot, das weiß ich selbst. Hört mal, ihr... Also ich weiß nicht, was euch dieser dreckige Hund bezahlt, aber ich gebe euch das Doppelte. Lasst uns einfach nur gehen. Was genau habt ihr getan? Ich könnte mich umstimmen lassen, wenn ihr mir sagt, wie ihr die Roteisen hintergangen habt. Müssen diese Narren immer alles so persönlich nehmen? Ich habe Lord Asheral erzählt, dass sie kommen. Es war rein geschäftlich. Ich war absolut bereit, den Roteisen einen Anteil zu geben. Von mir aus auch alles. Ich gebe es auch euch, wenn ihr wollt. Lasst mich einfach nur gehen. Aha. Also gut, bringt uns in die Stadt. Vergesst es. Bringt uns in die Stadt. Wir wollen einfach nur nach Kirkwall hinein. Was? Da seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Ich habe Schwierigkeiten, diese verdammte Stadt zu verlassen. Die Roteisen haben uns also Flüchtlinge auf den Hals gehetzt. Diese stinkenden Hundelords. Tötet sie und schickt Meran ihre Leichen. Was? Wie? Was? Warum? Das finde ich blöd. Also erstmal hier die kleinen, die Typen mit den kleinen Lebensbalken vernichten. Damit die hier nicht so aufmucken. Mit einer eisigen Umarmung zur Begrüßung. Wie immer. Und kaputt. Jetzt der andere. Das war ja... Kava ist okay. Sie hat ihre passive Fähigkeit. Nicht passive. Ihren Buff an, sag ich mal. Er springt gerade wieder hoch. Und die Friedrichswache geht auf mich. Ja, dann muss ich wohl mal einen Geistschlag einsetzen. Ja. Okay, die starten einfach. Gut, geht. Hab schon gedacht, da wäre jetzt irgendwie ein Bug. So, du da hinten. Du da hinten. Bist... Ja, bist tot. Dann du da. Wie viele Friedrichs Waffen... Wachen natürlich. Aber die gehen ganz leicht kaputt, wie man hier sieht. Oh, die hat ein bisschen mehr Leben. Jetzt erstmal auf die da. Nee, ich brauche erstmal Geistschlag. Jetzt auf die Friedrichswache. Ja, jetzt auf ihn. Oh, Friedrich ist auch nicht tot. Ja, Friedrich, eisige Umarmung, würde ich mal sagen. Oh. Yay, Level Up! Die Zerstörung von Lothering. Kehre zu Meran zurück. Er will bestimmt erfahren, dass Friedrich tot ist. Was? Wow. Will ich erfahren, okay. Okay, dann looten wir mal hier Friedrichs Wache. Ah, Verletzungsausrüstung und ein Silber, ein Bronze. Ah, das ist super, super, super. Hier, was will der? 5 Gold! Yeah. Dann leveln wir mal. Attribute bei der lieben Evelyn. Sie ist Stufe 4. Machen wir auf jeden Fall Stärke, Konsti. Also, Konstitution. Ich hab's gelernt, ja. Ausdauer und um diese Zauber alles sozusagen. Ich denke, ich werde auf Ausdauer diesmal gehen. Die brauchen wir später. Waffe und Schild. Kann ich jetzt hier irgendwie schon verbessern? Glückstufe 7, okay.
So. Was ist das hier? Eine passive Fähigkeit ist auch gut. Der Krieger behält ständig den Überblick über das Schlachtfeld. Solange ein Schild ausgerüstet ist, erhalten Feinde für Angriffe von der Seite oder von hinten keinen Bonus. Ach so, genau. Und zwar, wenn man Gegner von hinten angreift, dann bekommt man einen Bonus, also mehr Schaden. Also, ich weiß nicht, wie man den Bonus nennt. Hinterhältiger Bonus oder sowas, was weiß ich. Auf jeden Fall bekommt man da einen Bonus. Das ist bei einer Kriegerin natürlich äußerst nützlich. Und ich denke, ja, wir machen das auch. Damit sie da jetzt irgendwie nicht mehr Schaden bekommt. Wir machen natürlich wieder auf Magie und Willenskraft. Und dann gehen wir auf die gute Geschicklichkeit. Ja, das machen wir. Wir werden was machen. Wir haben ja beim letzten Mal hier den betäubenden Schlag verbessert. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich machen möchte. Ich muss mal durchgucken. Zum Beispiel hier der Kettenblitz. Der Magier versenkt ein Ziel mit Elektrizität und lässt Blitzbögen hervorschießen, die in weiterer Gegend in der Nähe einschlagen. Das ist cool. Aber ich denke, das ist nicht so unseres. Ja, Heilung, klar, aber das kann ja die gute Bethany. Oh, Bethany. Warum bist du nur von uns gegangen? Jetzt muss ich wegen der Scheiße jetzt hier auch noch Heilung lernen. Nein, aber das wollte ich ja so oder so. Aber ich werde erstmal hier zu Elementar gehen und diesen Kältekegel erlernen, weil es Eis ist und ihr wisst ja, ich mag Eis. Beim lieben Kaba werden wir wieder Stärke, Konsti nehmen und Willenskraft. So, damit er ein bisschen mehr Mana bekommt. Bei ihm zwar wieder bei zweihändig, eine passive Fähigkeit, schon die zweite. Die Schläge des Kriegers sind so kraftvoll, dass jeder kritischer Treffer das Opfer ins Straucheln bringen kann. Was ist Chance auf Straucheln? 20% gegen normale Gegner bei kritischem Treffer. Okay. Kritische Trefferchance plus 10%. Wow, jawohl, geht doch, das ist gut. Das ist gut. Ich habe die meiste Erfahrung, dann kommt Evelyn und dann kommt Kaba. Obwohl Kaba immer dabei war. Naja. So, jetzt haben wir 5 Gold dazu bekommen. Ich werde hier gerade mal den Zauber wieder eins vorsetzen. Genau. Genau, so. Ja. Hier so ein Fläschchen mitnehmen. Warum nicht? Ich will ein Fläschchen mitnehmen. Hier so eine Vase irgendwie. Hallo, ich bin's. Hallo, ich bin's, der Benedikt. So. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem Herrn Meran. Um hier hier die Story mal ein bisschen voranzubringen. Guten Tag. Wir taten, was ihr wolltet. Gut. Ich hoffe, die verdammten Geier fressen seine Leiche und scheißen ihn anschließend ins Meer. Junge, Junge, Junge. Ich liebe diesen Mann. Hast schon recht. Willkommen bei den Roteisen. Sagt eurem Onkel, dass ich mich jetzt um alles kümmere. Okay. Erfolg freigeschaltet. Söldner. Cool. Nein. Jetzt ist das weggegangen. J? Ja, genau, J. Wir haben unser erstes absolviertes Quest. Und zwar, Meran hat zugestimmt, den Zugang nach Kirkwall zu ermöglichen. Das freut mich natürlich. Das freut mich. Jetzt müssen wir mit unserem geliebten Gemlin reden. Gemlin. Hattet ihr Glück? Ja, sie sind bereit, uns zu helfen. Ich spreche mit Meran, um herauszufinden, wann die Bestechungen gemacht werden können. Wartet hier. Ich schätze, wir haben es geschafft. Wir können hier episch. Bleiben, zumindest für eine Weile. Was eine Pose hier. Ja, okay, bis auf die Mutter, die guckt irgendwie in die falsche Richtung. Muss auch irgendwie so nach vorne gucken. Aber egal. Genau. Hauptsache, wir sind in Sicherheit. Das machen wir nie wieder. Für ein Jahr. Und dann geht der Ernst des Lebens wieder weiter.
Naja, egal. Hauptsache, wir sind in Sicherheit. Die Verderbnis mag sich zwar noch weiter ausbreiten, aber fürs Erste haben wir ein neues Zuhause. Ich wünschte nur, Bethany wäre noch bei uns. Und Wesley. Der auch. Beide. Lasst uns einfach abwarten, was geschieht. Vor uns liegt ein langes Jahr. Ja, ja.